Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die. Mathilde. Jawohl. Händler Kamel. Das Vieh mit den Eiern. Ich will ein bisschen Eier kaufen. Goldeier da. Das ist, Gold produzieren. Wo waren der Händler beim Ja. Kamel? Ja, da erinnern ja, also auch bei der Bau. Und zwar, wenn du da auf diese Orangenkratzer gehst, Ja. eigentlich da direkt nördlich davon war das, meine Nördlich bei der Mauer, ja. ich. Oder bei so Meine einem ja. Gerüst. Ich glaube, links beim Gerüst war das. Ich meine auch. Aber da die Ecke. Okay, dann weiß ich Bescheid, wo ich hin muss. Aber ich bin zu faul zum Laufen. Was machst du die Folge? Ich kümmere mich um Sternmetall. Ach ja, brauchen wir. Ganz viel. Steinhasen. So eine Armee von Steinhasen wäre auch geil. Ich glaube, die stelle ich dann nochmal alle auf, wenn wir die nächste Purge haben. So. Mache ich ein Tor auf und dann packen wir da 100 Steinhasen vor. Hey Junge, kommst du? Nicht krepieren. Ich will ja in den Norden, deswegen arbeite ich gerade noch mal kurz an meiner Cimmeria-Ausrüstung. Was? Alter! Was ist denn? Ich bin ein bisschen gesprungen, das war ein bisschen tief, ja, aber nicht so, dass sich jetzt übelst hier das Pferd irgendwie verletzt hat. Aber bei mir hat sich auf jeden Fall die Leiste derbe runtergepackt. Also mit dem Pferd darfst du auch nicht mehr tief springen und fallen. Da kriegst du nämlich auch übelst zu Schaden. Da muss ich lang. Meine Rüstung noch anmalen, fällt Oh mir nein, gerade dann auf. nicht da runterspringen, dann kriege ich wieder Aua. Dann brauche ich wieder 20 Tränke, um wieder fit zu werden. Alles okay? Ja, danke. Ich meinte nein, nein, der klang gerade so, als ob er auf die Fresse gefallen ist. So, ich brauche noch Sprengpfeile. Sprengpfeile. Aber sag jetzt bitte nicht, ich habe keine Sprengpfeile mehr. Wollt ihr mich verarschen? Ach Leute. Brauchst du für Sprengpfeile? Drachenpulver. Oh ne, na. Brauche ich Schwefel, Kristall und Stahl, Feuer und Dämonenblut. Schwefel und Kristall ist Oh ja nein, überall. ich fall vom Pferd! Das gibt's doch nicht! Hier ist doch so ein mächtiger Boss. Ups. Gleich wieder die ganze Folge torpediert hier. Kein Pferd, kein Nein, nein, das sieht schon mal wieder scheiße aus. Boah. Man darf sich hier gar nicht mehr wehtun. Das ist ja doof. Na gut, ich weiß nicht, wie doll Ich er glaube, mich du hast erwischt gerade hat. gedacht, das Gold hast du aber mitgenommen, oder? Ja, 177 Gold. Ja, das ist sehr gut. Aus meiner Spardose, aus deiner Spardose. Mann, ey. Brauchen Aloe-Tränke. Ich hatte erst welche gemacht. Ah, da sind Pfeile. Also ich brauche so um die 100. Kackschlangen, fickt euch. Wo war der Typ? Ich weiß, da stand noch bei irgendeinem. Ah ne, hier war er bestimmt nicht. Ne, hier sind irgendwelche Typen, die aggro sind. Ich will jetzt nicht sagen, aber ich glaube, wir brauchen bald Kristall. Hä?
Ja. Ich habe es erst weggeworfen, wieder was. Wie veräppelt? Ach nee, hier sind noch ganz viele Kristalle. Ich brauche nämlich Kristall für Drachenpulver. Nee, komm, geh weg, Nashorn. Obwohl, komm. Aber mich nicht verletzen. Ich brauche dann wieder 20 Tränke, das ist nicht gut. Also, ich kann einen Leuchtpfeil, kann ich noch machen. Alter, das Nashorn macht jetzt Bluten, Bluten? Das hat es vorher noch nicht gemacht, oder? Ich glaube nicht. Und ich habe auch das Gefühl. So, ich bin jetzt endlich so weit, dass ich in den Norden sitzen kann. Halleluja. Oh, ich nehme ja lieber nochmal Schaffenfisch. Brauchst du noch ein Nashorn? Baby? Nö. Ups, hat mein Pferd. Ich hab ja voll einen auf Mathilde gemacht. Ja? Ich hab mein Pferd nicht geleert. Oh, ach ja, Pferd mitnehmen. Danke, dass du es noch gesagt hast. Epona, wo bist du? Da bist du. Epona, die Dritte. Aber hier noch ein leeres Feld. Ah, hier. Ne, hier war der auch nicht. Wo war der denn? Da ist eine Kiste, die will ich haben. Kommst du da hoch? So, ich habe jetzt noch mal eine Gedenktafel für Utrid beschrieben. Und das Kamel? Das kannst du machen. Kamel 2.0. Kamel 2.0 ist in deinen Diensten gestorben, deswegen bist du dafür verantwortlich. Das Pferd, das wollte mir nachkommen. Oh, scheiße. Ich bin 5 Meter gefallen und wieder, naja. Nee, brauche ich wieder Heilung. Komme ich da eben nicht hoch? Leck mich. So, schwarzes Eis sammle ich jetzt nicht. Ich will nur Sternmetall. Schwarzes Eis haben wir ja auch noch. Nördlich davon. Du warst ja ein paar Mal häufiger als ich da, ne? Bei dem Typen. Ich darf ja nicht wieder tief fallen. Oh, aber da ist sogar ein Sternmetall-Brocken. Sehr schön. Nicht fallen, das bringt wieder Aua. Da zerbrichst du mal, du dummer Brocken. Oder war der in der Nähe vom Kamel hin? Ah, jetzt will dieser scheiß Meteorit nicht kaputt gehen. Ich dreh durch. So ein scheiß Meteorit. Hä? Freue ich mich, dass hier direkt ein schöner Meteorit kaputt. So ein egoistischer Meteorit. Dings. Weißer. Oh, ich habe hier immer noch nicht das Dach fertig gebaut. Hupsala. Ah, auf der anderen Seite. Vielleicht. Was für ein Dach nicht fertig gebaut? Na, von unserer Eisbasis. Da war ein Dach geplant? Ja, ja. Du hast es nicht zu Ende gebaut. Nö, noch nicht. Oh, Gott sei Dank, da ist noch ein Meteorit. Vielleicht kriege ich aus dem mal ein bisschen was raus. Noch ein Nashorn. Ich habe keinen Bock auf Nashorn. Geh weg, ey. Gott sei Dank, der ist wenigstens zerbrochen. Immerhin, 226 habe ich rausgekriegt.
ändert aber nichts daran, dass der eine da festgebacken ist oder nicht. Das regt mich voll auf. Na bitte, vom Rücken des Pferdes. Utrecht. Ach nee, das ist ja Imhotep. Brauchst du Eier? Eier? Ja, der hat hier drei Eier. Zum Kochen. Brauchst du drei Eier zum Kochen? Okay, dann lass es liegen. Ich hab schon 500 Sternmetall. Super. Ich brauche mal deine Hilfe. Kannst du mal kurz auf meinen Monitor gucken? Ja. Du bist immer noch der Meinung, dass der Typ nördlich ist, ja? Also hier bin ich schon abgelaufen. Die Linie. Ja, nördlich. Weil hier ist ein Dungeon. Irgend so ein Vieh halt, ne? Ja, genau. Nördlich davon. Nördlich davon, okay. Guck mal, ich stehe hier gerade... Ich gehe mal kurz in meine Basis und dann gucke ich... Ich gehe mal in die Schneebasis und dann gucke ich bei dir, okay? Weil ich war dann... Ich dachte, dass der nicht innerhalb eines Dungeons drinne wäre. Das ist ja auch kein Dungeon. Na doch, da. Das ist nur eine Arena. Ja, aber trotzdem sind da Viecher drin. Und ich bin der Meinung, der war am Rand und nicht... Ja, der ist ja auch am Rand. Warte, ich gucke gleich mal. Moment. Ja, ich warte. So, ich stelle mich hier nur einmal kurz... Ich bin mal wieder ein Halt dran. Sicher hin. So. Ja, gucke mal, ich bin da. Ich bin hier die Linie. Hier beginnt dieser Arena-Kampf mit Werwölfen, irgendwie Motherfuckern. Ja. Da so. Okay. Reite ich da nochmal außen rum? Ja, ich gucke dir einfach. Oder ich reite einfach quer mit rein. Ich will euch nichts tun. Ich will nur zum Händler. Oh, und nicht tief springen. Ist ja alles voller Gegner. Der da? Oh, ich hasse es, dass man jetzt vom Pferd... Nee, ich bin jetzt erstmal im Überleben hier. So. Wir haben gleich tot. Hat sich erledigt. Na gut, dann komme ich noch. Ich habe echt das Gefühl, dass die Charaktere noch weniger abhalten, noch irgendwas in Schläge einstecken können als vorher. Also jetzt machen wir mich so die normalsten Leute, machen mich jetzt fertig. Ja. Bin gleich tot. Zwei, drei Schläge wieder. Ich glaube, ich installiere mir Diablo. Dann spitzt es auf leicht. Diablo? Nö. Aber Diablo, da kannst du wenigstens was machen als Held. Da kannst du wenigstens töten. Nicht einfach nur doof rumstehen. Oh, sieht das nett aus mit den beleuchteten Bäumchen. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen Sternmetall geholt. So. F-
Vielleicht verwechsel ich den Typen auch mit dem Kamelhändler. Der Kamelhändler war ja auch am Rand. Wirklich? Oh, mein Pferd ist weg. Ach, nee, ist auch da. Yay, 253 Sternmetallbarren werden gerade hergestellt. Ich bin so gut. So, dann komme ich mal zu dir. Zu zweit schaffen wir das schon. Bring mal Tränke mit. Hast du noch irgendwie einen Schlauch oder so? Ein Schlauch? Du hast doch gesagt, ich soll Trinken mitbringen. Nein, Tränke. Meine 10 Aloe-Tränke sind schon weg. Oh, jetzt stehen die hier im Weg rum, die beiden Idioten. Kurz gucken, wo ich lang muss. Okay, eigentlich geradezu erstmal. Okay, Roger, Roger. Erzähl mal was, während du wartest. Du bist so still heute schon den ganzen Tag. Ich bin noch nicht still. Hm? Warte jetzt gerade, ja. Soll ich machen? Danke für Teamspeak oder. Ach so, Discord, bitte für Teamspeak. Dass du da drauf drückst, dass ich dich auch wirklich verstehe. Ja. Finde ich voll gut, dass du das machst. Okay. Ich warte auf dich, was soll ich da erzählen? Keine Ahnung, ein Schwang aus deiner Jugend? Nee. Nein, nein, lebt jetzt aber noch, oder? Ja, ja. Er lebt noch. Ja, er lebt noch. Oh, hohohoho, da habe ich mir ja den besten Weg gewählt. Hi. Ja, an dem bin ich auch. Man wird mittlerweile vom Pferd geschlagen. Aufpassen. Mich hat er vom Pferd geschlagen, weil ich irgendwie... Nee, mein Problem war, dass ich da gerade fast den Abgrund runter... Ja, da bin ich auch runtergeflogen. Ja. Da habe ich auch ein bisschen Lebensenergie verloren. Ich wollte da so schön gerade durchpreschen. Das wäre aber fast fatal gewesen. So, kleiner Heinrich, wo bist du denn? Ja, bist fast bei mir. Ich hüpf mal hier, hier. Bin blind. Ich kann's mich auch nicht sehen. Dich ja auch nicht. Ja, bist an mir vorbeigeritten. Ach da, nee, das ist Imhotep. Müsste es jetzt hochreiten, genau. Müsste doch eigentlich gleich sehen. Laut der Map kommst du näher. Da bist du, hier bin ich. Rechts von dir. Geradezu, links. Ja. Ach da!
mein Pferd hier mal abgestellt. Nicht, dass es auch noch stirbt. Die letzte Folge, das Kamel. Das mache ich auch. Das Kamel. Es Kamel. Der, die, das. Wer, wie, was? So, jetzt schlachten wir uns da durch. Klar? Ja, ich würde sagen. Oh, warte kurz, ich nehme Heilpfeile schnell. Wieso? Oh, ich habe keine Heilpfeile mit. Sehr gut. Na gut, der war ja einfach. Ah, die Werwölfe werden böse sein, weil die haben ja wieder Klauen und die machen meinen Arsch blutig. Schilde können helfen. Ist das ein Werwolf? Nee, ist ein Hyänenwolf. Mutiert er. Damit man durchreiten, habe ich so wahrscheinlich auch alle angelockt. Arsch. So, ich muss mal selbst ein bisschen gucken. Da oben war die, glaube ich. Ich überlege gerade. Ah, ich sehe sie. Oh, scheiße. Hinterhalt! Was war das? Ein Beetle-Herdsteher? Keine Ahnung, ich bin einfach getötet. Oh, kann man hier einen neuen Tanz lernen? Wo? Oh, Bauchtanz gelernt. Hast du das gelernt? Hier. Oh, cool. Ah, Gegner. Wo hast du das gelernt? Auch Bauchtanz. Ja, ich stand hier einfach zwischen und hab den zugeschaut und. Ja. Toll. Oh. Die Jungs haben den großen Werwolf angelockt. Ach, das ist ein normaler Hyänenwolf. Und dann. Ich will auch tanzen. Vielleicht kann ich den ja schon. Bauchtanz. Ach so. So, wenn ich den. Warte. Ich kann den auch. Guck mal. Ich mach den Bauchtanz. Ich mach den Bauchtanz. Mach den Bauchtanz. Ich mach den Bauchtanz. Dafür brauche ich aber noch coolere Klamotten. Irgendwie so ein langer Rock wäre dafür viel schöner. So wie unsere eine Tänzerin. Ja, jetzt, wo ist die Eierverkäuferin? Ja, komm mit. Hüa!
Ja, zu zweit ist leichter. Ja. So, da steht sie. Ob die genug Eier hat? Ja, die hat schon genug Eier. Oh. Keine Bange. Ja. Ich weiß. Kann die sich kein BH kaufen? Muss ganz schön schmerzhaft sein. Ne? Und wie teuer ist jetzt ein Ei? 10 Goldmünzen. Na, kauf mal ein paar. Schmeißen wir jetzt aber nicht mehr ins... Okay, wie viele Eier hast du jetzt gekauft? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 7 Goldmünzen habe ich noch. Ich bin aber überlastet. Dann musst du das halt ein paar Eier in ein paar unserer Begleiter reinpacken. Der ist voll. Wie gut, dass Imhotep noch Platz hat. Imhotep. Kann ich mir von, ja, aus Imhotep auch noch ein paar Eier rausnehmen, wenn du ihn beladen hast. Hm? Da hat er nichts zum Heilen dabei, der Junge. Hatte schon aufgegessen. Okay. Gut, dann können wir nach Hause. Jupp. Und jetzt weißt du auch, wo es Steinnaseneier zu kaufen gibt. Ja, ich glaube, ich habe die noch gar nicht gekauft gehabt. War nur bei den Kameltypen. Schnell raus, bevor die alle wieder spawnen. Ja. Schnell zu unseren Hottehüs und dann ab nach Hause. Ach ja, ich warte immer noch drauf, dass du mir so einen coolen Sattel machst, ne? Der fehlt dir doch was. Hm? Irgendwas, was wir nicht mehr hatten. Verstärktes Leder vielleicht? Genau. Davon müssten wir jetzt aber wieder genügend da haben. Kann ja gleich mal gucken. Pass auf mit dem Hüpfen. Du weißt, das kann dir dolle wehtun. Ja. Ist nicht so wie mit Plätze. Nee. Och, geht nach Hause, Jungs. Der Weg ist besser als statt mal den Endboss. Ja, ich hatte auch gerade keine Lust auf den. Kann es sein, dass ich ein paar Fans habe? 5 Stück, genau gesagt, ja. Hm. Tja, ich fürchte, die Folgen werden vergebens. Muss mal gucken, ob man irgendwelche schönen Klamotten machen kann, mit denen man auch mal ein bisschen tanzen kann und einen netten Abend verbringen kann. Okay. So was gibt's in dem Spiel? Ja, guck mal, wir könnten in die Taverne gehen und ein Schwätzchen mit Conan halten. Und dafür brauche ich schöne Klamotten? Ja, Mann. Oder bist du eine Barbar? Ja, ich glaube, irgendwas sowas bin ich. Aua! Halt mich doch nicht um, du Baba!
So, und die Eier packen wir erstmal in die Eistruhe. Ja, sonst werden sie schlecht. Genau. Oh, Imhotep. Imhotep. Danke. Ach, da ist eine. Ah, ich wollte ja nach Klamotten gucken. Hast du auch die Eier aus Imhotep schon rausgeholt? Ja, die habe ich ja direkt mitgenommen. Ich weiß nicht, ob du ihm dann nochmal neue gegeben hast. Nee, habe ich nicht. Guck nochmal nach. Nee, der hat. Das Sklavenvolk Zeremoniengewand sieht tatsächlich ganz cool aus. Aber dafür bräuchte man wieder ein DLC. Ja, aber wenn die DLCs nicht so teuer wären für so ein paar Skins, dann könnte man sich die auch mal kaufen. Ja. Aber ich glaube, das sind ja einfach nur andere Formen von Kleidungen und auch Häuser, Bauteile und dann 20 Euro pro DLC. So war es damals zumindest. Es kann sein mittlerweile, dass es vielleicht 10 Euro kostet. Ah, hier. Ich habe ja noch so ein Schlepperinchen getötet. Hab dir nochmal 500 Kristall mitgebracht, ne? Cool. Gut, die packe ich wohl da nicht in die Schmiede rein. Wo soll ich die mal hinpacken? Dass du die wiederfindest, die 500 Kristall. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich schaue hier gerade was anderes nach. Ah, mit so einem Dafari-Rock könnte man schön tanzen tatsächlich. Irgendwo muss ich doch noch einen Dafari-Rock haben. Ich will gerade einfach mal im Strand sein. Das heißt, wie sieht man hier der Kari-Oberschenkel-Dings drauf? Der lautlos nicht, du meine ich. Nein, nicht tanzwürdig. Ich will schön tanzen. Ich will den aber ich. Ah, ich glaube, da diese Dinger habe ich tatsächlich mitgenommen, oder? Darin kann man auf jeden Fall schon mal schöner tanzen. Heinrich, ich will tanzen. Tanz doch. Also damit sieht das schon mal ein bisschen besser aus, finde ich. Ja, aber irgendwie brauchst du noch mehr so Klimbim. Ja, ich hätte gern so einen Rock wie unsere. Oh, warte mal, ich hab die. Bin gleich wieder da. Nicht gucken! Ja, okay, ich warte. Mach aber nicht die Armtänzerin, danke ich. Ach, die zieh ich dann wieder an. Warte, noch nicht die Augen aufmachen. Ach so, ich sollte sie zumachen. So, jetzt darfst du gucken. Ja, der passt besser. Aber mehr so noch ein, zwei Glöckchen könnten noch so dran. Also, aber ich klimpere doch schon. Ja, müsstest du eigentlich ein bisschen lauter klimpern. Und ich finde, ich bräuchte noch ein Oberteil. Also so ganz dackelig finde ich auch nicht schön. So ein netter BH oder so wäre dazu noch schön. Ja, auf die Nippel kannst du ja
Also auf die Nippel kannst du ja 2 Goldmünzen draufkleben. Na toll. Ja, dann würde ich sagen, war's das. Für diese Folge. Und mit diesen Bildern, unsere Tänzerin gleich wieder anziehen. Und mit diesen Bildern, mit diesem Bild verlassen wir euch. Okay, ich tanze hier noch ein bisschen. Ladida. Ja, dann haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.